Wir haben gerade 18.000 offene Lehrerstellen in NRW, sagt Frank Jablonski, Kölner Landtagswahlkandidat der Grünen im WDR-Kandidatencheck. Das klingt utopisch und ein Blick auf das Stellenportal des Schulministeriums zeigt, dass es im Moment auch nur 227 ausgeschriebene Stellen für Lehrerinnen und Lehrer gibt. Also haben wir Herrn Jablonski angerufen. Am Telefon hat er uns versichert, dass er sich da wohl aus Versehen falsch ausgedrückt habe. In den WDR-Clips haben die Kandidaten nur 4 Minuten Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Eigentlich wollte er sagen, dass seit der rot-grünen Regierungsübernahme 2010 rund 18.000 Lehrerstellen geschaffen wurden. Und damit hätte Jablonski auch recht. Seit 2010 wurden rund 7.200 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und 10.400 Stellen im System erhalten, die eigentlich abgebaut werden sollten, weil es zurückgehende Schülerzahlen gibt. Nach unserem Telefonat hat Herr Jablonski sich bereits auf seiner Facebook-Seite für das Missverständnis entschuldigt. Natürlich kann es immer mal vorkommen, dass man sich vertut. Eine böse Absicht steckt wahrscheinlich nicht dahinter. Trotzdem, Herr Jablonskis Aussage im WDR-Kandidatencheck stimmt nicht.